Dann fangen wir an mit Tagesordnungspunkt 45. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, Citybahn in Wiesbaden, kommt ins Rollen, weil alle bis auf die Dagegenpartei FDP es wollen. So heißt der Titel 19/4550. Das Wort hat die Frau Karin Müller, Kassel, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Geschichte der Stadtbahn Wiesbaden ist lang. Sie begann bereits Ende der 90er Jahre. Leider kann ich in den 5 Minuten nicht die komplette Geschichte erzählen, aber einen kleinen Einblick will ich Ihnen gerne geben. Umso mehr freuen wir uns, dass die Citybahn, wie sie jetzt heißt, endlich ins Rollen kommt und hoffentlich dann auch irgendwann zu einem guten Ergebnis. Dass das so ist, hängt auch mit dieser Landesregierung zusammen, die das Projekt aktiv unterstützt und in Berlin dafür um Unterstützung wirbt. Und nicht nur das, sie gibt auch fast 500 Millionen € an Landesmitteln für die Planung frei, die jetzt schon freigegeben sind. Ohne diese Unterstützung hätte die Citybahn kaum eine Chance gehabt, denn wir blicken zurück. Damals, 2013, hieß der Verkehrsminister Florian Rentsch, und der hat dieses Projekt aktiv blockiert. Deswegen sind wir froh, dass der Verkehrsminister jetzt Tarek Al-Wazir von den GRÜNEN ist und nicht mehr Florian Rentsch von der FDP. Die FDP, die sich ja als Dagegenpartei Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit für die Rednerin. Wir sind erst am Beginn der Aktuellen Stunde. Wir können uns noch ein bisschen heiß machen dann. Also, Frau Kollegin Müller, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann ja verstehen, dass Sie Geburtstag feiern, aber jetzt feiern wir die Citybahn, und das ist auch ein schöner Anlass. Die FDP als Dagegenpartei hat die Bahn lange erfolgreich blockiert. Damit ist nun Schluss. Im Jahr 2001 hat die FDP mit der Bahn erfolgreich Kommunalwahlkampf mit der Bahn gemacht. Und der Höhepunkt der Dagegengeschichte war im Jahr 2013, ich habe es eben schon kurz erwähnt, als Herr Rentsch aus fadenscheinigen Gründen eine Förderung der Stadtbahn in Wiesbaden abgelehnt hat. Damit wollten sie Landtagswahlkampf machen und sonst nichts, weil selbst ihre eigene Behörde, Hessmobil, hat damals nach Aussagen der Wiesbadener Dezernentin eine positive fachliche Bewertung abgegeben. Aber Sie haben uns auf eine Kleine Anfrage geantwortet, der Systemwechsel wäre schwierig, dies und das, alles fadenscheinige Begründung, weil Sie es einfach politisch nicht wollten. Aber zum Glück war der Landtagswahlkampf ja nicht so erfolgreich. Und in der glücklichen Situation heute haben wir eine Mehrheit in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung, die erneut den Beschluss aus 2001 erneuert hat und ein positives Votum für die Citybahn gegeben hat. Diesen Beschluss haben alle unterstützt, außer die FDP, die erst einmal eine Kosten-Nutzen-Analyse will und Fahrgastzahlen. Dabei könnte Ihr Gedächtnis auch ein bisschen besser sein, weil die Fahrgastzahlen und die Nutzen-Kosten-Analyse wurde schon 2003 und 2011 durchgeführt, jedes Mal mit einem positiven Ergebnis. Also, damals haben Ihnen die Fakten auch nichts ausgemacht, um es abzulehnen, und jetzt schieben Sie fadenscheinige Argumente vor. Die Citybahn kann erheblich zur Entlastung der Verkehrswege beitragen, da ein erhebliches Umstiegspotenzial zu erwarten ist von dem Individualverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch ein erheblicher Beitrag zur Minderung der Feinstaubbelastung und des Klimaschutzes wird durch die Citybahn geleistet. Die Citybahn ist also ein Schlüsselprojekt für modernen Nahverkehr, der jetzt endlich mit Unterstützung des Landes auf die Schiene gesetzt wird. Die FDP ist dagegen die Partei von gestern. Das haben wir gestern auch schon einmal gehört. Sie sind gegen das Zu-Fuß-Gehen, gegen das Radfahren, gegen die Windkraft und gegen die Straßenbahn, wie Sie hier immer wieder deutlich machen. Wir setzen uns genau für diese Zukunftsthemen ein und sind davon überzeugt, dass diese Themen für die Gesellschaft viel relevanter sind als Autobahnen und Warnhinweise für Blitzer. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Citybahn, die Wiesbaden und Mainz verbindet und die Menschen umweltfreundlich ans Ziel bringt. Und vielleicht entdecken Sie das ja auch als Ihr Lieblingsprojekt, wenn es mit der Brücke nichts wird. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Müller, Sie sind eigentlich eine viel zu nette Kollegin, als dass ich Ihnen das abnehme, dass dieser Frontalangriff jetzt auf eine Fraktion, die einfach nur sachlich anderer Meinung ist, dass sie das wirklich von Ihnen ist und dass das nicht eher aus dem Hause des Wirtschaftsministeriums kommt. Man konnte ja auch sehen, was der Herr Wirtschaftsminister sich jetzt ein Loch im Bauch gefreut hat über Ihre Rede. Er freut sich auch darüber, wenn die AfD seinen Ideen zustimmt. Das ist schön, worüber sich er alle freut. Also mit Respekt davor, dass man im politischen Raum in einer Sachfrage anderer Meinung hat. Also mit Respekt hat das jetzt hier überhaupt nichts mehr zu tun. Überhaupt nichts mehr zu tun. Und meine Damen und Herren, in der Sachfrage, ja, Sie haben es schon angesprochen, wir kritisieren, dass es keine Kosten-Nutzungsrechnung gibt, keine aktuelle. Frau Müller, das steht, dafür machen Sie den Job auch schon zu lange, am Anfang eines jeden Verkehrsinfrastrukturprojektes für die Entscheidung, ob man das will oder nicht. Und wenn ich das so richtig sehe, will selbst der Stadtkämmerer der Stadt Wiesbaden auch solch eine Kosten-Nutzungsrechnung haben und auch die Frage, gibt es dazu Alternativen? Frau Müller, wir haben bei der Frage autonomes Fahren, Elektromobilität, haben wir heute moderne Alternativen. Es gibt die Fahrzeuge, es gibt die Technik. All das könnten wir in einer Stadt wie Wiesbaden einsetzen. Alternativen, die zu prüfen sind, ob der Busverkehr anders zu regeln ist, vielleicht auf Elektromobilität umzustellen ist. All diesen Diskussionen verweigern Sie sich, weil Sie sagen, nein, es muss jetzt wieder eine Straßenbahn in die Stadt Wiesbaden. Und Herr Staatsminister, vielleicht sagen Sie einfach mal nichts, wenn Sie auf der Regierungsbank sind. Sagen Sie einfach vielleicht mal nichts. Sie haben gleich Gelegenheit zur Antwort. Und meine Damen und Herren, wir haben eine gleiche Situation, wie das bei den Projekten bei der Elbphilharmonie oder beim BER in Berlin war. Auch dort hat Politik einfach Großprojekte durchgesetzt, und sie sind am Ende in einem Millionengrab geendet, weil man vorher die Kosten nicht richtig eingeschätzt hat. Und Frau Müller, die ist nicht in Wiesbaden, Herr Schäfer-Gümbel, das stimmt. Ja, sie ist toll geworden, aber am Ende wissen wir auch, welche Diskussion wir da hinter uns haben. Frau Müller, es wäre auch fair, wenn Sie den Menschen dann sagen, dass die Straßenbahn, die dann fahren wird, auch die Buslinien ersetzen wird. Und der Charme, den der Busverkehr, die Taktung im Moment in Wiesbaden nach Mainz zum Beispiel hat, ist, dass Sie ohne zu überlegen einfach in den nächsten Bus steigen können. Die Taktung ist so eng. Herr Kollege, Sie können, also glauben Sie es mir, ich. Meine Damen und Herren, bitte, Moment, Kollege Lenders, Moment. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch um etwas Aufmerksamkeit und die Zwischenrufe ein bisschen intelligenter, dann sehen wir weiter, bitte. Und dann müssen Sie den Menschen auch sagen, dass das verschwinden wird. Diesen Komfort, den man im Moment hat, wird es dann nicht mehr geben, weil die Straßenbahn in solch einer engen Taktung nicht fahren wird. Frau Müller, auch das gehört alles zur Ehrlichkeit dazu. Und dann will ich Ihnen noch einmal eins sagen. Also, wenn Sie nicht auf uns hören wollen, dann wäre es aber vielleicht vernünftig, irgendwo einmal zu versuchen, mal abzufragen, was denn die Bürger wollen. Wir haben ähnliche Projekte in Aachen gehabt. Ähnliche Ideen, wieder eine Straßenbahn zu installieren. Am Ende gab es da auch eine riesengroße politische Mehrheit. Auch da war nur die FDP dagegen, die Dagegenpartei, wie Sie so schön sagen. Und was ist dann am Ende beim Bürgerentscheid herausgekommen? Die Bürger haben es mit 2/3 abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich eine Zukunft, eine Technik, die wir heute nicht mehr haben wollen. In einer Großstadt wie Aachen oder Wiesbaden im Nachgang eine Straßenbahn zu installieren, hat so viele Probleme, dass es die Menschen am Ende nicht wollen. Und Frau Müller, dieser Diskussion stellen Sie sich nicht. Sie gehen hier hin und sagen, die FDP ist die Dagegenpartei. Aus rein sachlichen Überlegungen mit Sachargumenten kommen wir an dieser Stelle scheinbar nicht weiter. Dann wäre es dann zumindest wünschenswert, Sie würden einmal die Bürger fragen, was sie wirklich wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Kollegin Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die Umsetzung des Projekts Citybahn in Wiesbaden ist eine Entscheidung, die auf kommunaler Ebene zu treffen ist. Die Kommunalpolitik in Wiesbaden beschäftigt das Thema ja auch schon seit vielen Jahren, konkret seit Anfang der 90er. Am vergangenen Donnerstag war es dann soweit. Das Wiesbadener Stadtparlament hat getagt, im Vorfeld die zuständigen Fachausschüsse, und es ist ein Beschluss gefasst worden. Bis auf die Vertreter der FDP haben alle Stadtverordneten zugestimmt, dass mit den Vorplanungen für das Projekt begonnen werden kann. Diese Vorplanungen sind essentiell dafür, um eine Umsetzungsentscheidung für ein so bedeutsames Verkehrsgroßprojekt überhaupt im Grundsatz beschließen zu können. Und angesichts des Busverkehrs, der in Wiesbaden immer mehr an seine Grenzen gerät, hatten wir das Thema auch 2011 schon einmal diskutiert, damals noch unter dem Titel Regiobahn. Der damalige Verkehrsminister hat sich gegen das Projekt gestellt, sodass es eigentlich nie aus den Startschuhen hinausgekommen ist. Mittlerweile, wir sind jetzt einige Jahre später, ist es so, das kann man jeden Tag live in Wiesbaden begutachten, dass der Verkehr, der Busverkehr tatsächlich an seine Grenzen gerät, an seine Grenzen der Leistungsfähigkeit. Außerdem haben wir Anforderungen der Luftreinhaltung einzuhalten. Deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass das Thema Citybahn erneut auf der politischen Agenda steht. Die SW Verkehrsgesellschaft, Herr Lenders, Sie haben eben das Thema auch angesprochen, Alternativen sind natürlich geprüft worden. Das Thema längere Solobusse, längere Gelenkbusse, Doppeldeckerbusse, Oberleitungsbusse, sogar ein 24-Meter-Buszug wurde geprüft, alles wurde durchgespielt. Am Schluss muss man aber einfach feststellen, dass in Fragen Umweltfreundlichkeit und Beförderungsqualität keine der Alternativen mit der Citybahn standhalten kann. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SW aus allen Bereichen auch für die Citybahn stark machen und aussprechen. Das Vorhaben soll in einem ersten Schritt auf 12 km Länge von der Theodor-Heuss-Brücke über Mainz-Kastell, über den Ostbahnhof, über die Wiesbadener Innenstadt und dann an die Hochschule Rhein-Main führen. Die Spurweite, ich glaube, das ist noch einmal wichtig, wird von der Mainzer Straßenbahn übernommen, damit man die Option und die Möglichkeit hat. Und es ist am Schluss auch die logische Konsequenz, diese dann auch mit der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt verbinden zu können. Der erste Bauabschnitt der Citybahn und Herr Lenders, Sie haben das eben nämlich auch angesprochen, die Frage Taktung der Busse und was bedeutet das für den Busverkehr in Wiesbaden, das kann man ja konkret schon benennen. Es ist so, dass die Citybahn, wenn sie zum Einsatz kommt, 30 Busse ersetzen würde. Wir bräuchten, das gehört dazu, natürlich dann 20 Fahrzeuge für die Citybahn. Aber ganz maßgeblich sind, glaube ich, die folgenden Zahlen. 82.000 Personen würden die Citybahn täglich nutzen. Und die Zahl, die jetzt genannt wird von mir, finde ich beeindruckend. 22.000 Personen davon als neue Kunden, überwiegend Kunden aus dem Straßenverkehr, also vom Pkw. Das bedeutet eine Reduzierung der Fahrleistung um 600.000 km im Jahr. Jetzt kommt noch eines hinzu. Der Zeitpunkt ist so günstig wie nie. 60% der Finanzierung übernimmt der Bund über das Bundesprogramm Schienenverkehrswege. Und die politischen Vorzeichen sind eben auch so günstig wie nie. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Staatsminister Tarek Al-Wazir dafür danken, dass er dieses Projekt so positiv begleitet hat von Anfang an und eben jetzt auch, ich will mal sagen, den Art Startschuss auch mit begleitet hat. Der Landesregierung liegen ja inzwischen auch Teilergebnisse der Nutzen-Kosten-Untersuchung von PTV Transport Consult sowie auch eine Machbarkeitsstudie der städtischen Verkehrsbetriebe vor. Das Land, dafür möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken, wird sich beteiligen an den Vorplanungen mit 500.000 €, also knapp 500.000 €. Und es ist eben auch schon angemeldet zu einer Förderung im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Da muss man jetzt zur Ehrlichkeit aber auch Folgendes sagen. Die GVFG-Mittel werden zwar über 2019 hinaus weitergeführt, aber sind bis 2025 auf 330 Millionen € eingefroren, und das Programm ist mehrfach überzeichnet. Das bedeutet, Wiesbaden muss im Wettbewerb der Infrastrukturprojekte gute Argumente vorbringen, damit die Förderung nach Wiesbaden geht. Ich glaube aber, dass wir die auch vorbringen können.
Noch fährt die Citybahn nicht in Wiesbaden, aber ich finde es gut und erfreulich, dass wir jetzt den ersten Schritt gegangen sind. Und wie gesagt, die Vorplanungen starten jetzt. Wenn alles so konsequent und zügig weitergeht, dann wäre die Bahn 2022 auf den Schienen. Und es ist, und Herr Lenders, da möchte ich noch einmal das, was Sie eben auch kritisch angemerkt haben. Frau Kollegin Wallmann, Sie müssen dann aber langsam zum Schluss kommen. Ausdrücklich aufgrenzen, dann auch wirklich mein Schluss. Sie haben eben das Thema Bürgerbeteiligung angesprochen. Ja, da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Es ist ganz maßgeblich, dass bei einem solchen Verkehrsgroßprojekt die Bürger mitgenommen werden. Das ist maßgeblich. Man kann ein solches Projekt nur mit den Bürgern und nicht gegen sie umsetzen. In dem Fall sind wir uns in der Frage völlig einig. Da sind sich aber auch die neuen Kooperationspartner von CDU, SPD und Grünen im Rathaus ebenso einig. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Astrid Wallmann. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist die einzige der vier größten Städte Hessens, die ihren Nahverkehr komplett mit Bussen abwickelt und ist damit schon längst an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen, z.B. am Bahnhof. Hier kommen oftmals gleichzeitig mehrere hundert Menschen mit Zügen an und quetschen sich dann in wenige Busse. In der Innenstadt blockieren sich die im dichten Takt fahrenden Busse oft gegenseitig. Oft sind sie überfüllt. Und gerade wenn es zu Verspätungen kommt, laufen die Busse aufeinander auf. Die Busse sind auch schlecht beschleunigbar. Sie stehen oft im gleichen Stau und an den gleichen Ampeln wie die Autos und haben damit oftmals überhaupt keinen Zeitvorteil. Eine Schienenlösung hat da klare Vorteile, wenn sie, wo immer möglich ist, baulich vom restlichen Verkehr getrennt geführt wird und ansonsten klar priorisiert durch die Stadt geführt wird. Ganz generell bevorzugen Fahrgäste Bahnen gegenüber Busse. Für diesen sogenannten Schienenbonus gibt es gute Gründe. Die Linien sind im Stadtbild klar erkennbar. Die Fahrten sind komfortabler, geräumiger und zuverlässiger. Und wir reden hier nicht nur über den Vorteil der Schiene, sondern wir reden auch über die Frage der Elektrifizierung des Verkehrs. Wiesbaden hat nämlich noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal unter den hessischen Großstädten, den NOx-Baum vor dem Bahnhof. Die Lichtinstallation im Baum zeigt nämlich farbig an, wie es um die Luftqualität in der Stadt steht. In der Wiesbadener Kessellage ist das besonders verheerend. Bei Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid in der Luft leuchtet der Baum rot. Meine Damen und Herren, dieser Baum ist leider meistens rot. Und in diesem Fall ist ausnahmsweise rot nicht gut. Natürlich. Gerüchteweise soll dieser Baum in klaren Nächten dann mal vorübergehend grün werden, aber in der Regel ist er rot und zeigt an, dass wir eine hohe Schadstoffbelastung in der Stadt haben. Und schuld sind vor allem die Dieselfahrzeuge in der Stadt, und dazu gehören natürlich auch und maßgeblich die Busse. Natürlich braucht es beim Neubau der Stadtbahn die Einbindung und Beteiligung der Menschen in der Stadt und in der Region, besonders die Einbindung der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner. Und natürlich ist es mit der Stadtbahn nicht getan, will man die Verkehrswende in der heutigen Autostadt Wiesbaden. Der dringend notwendige Ausbau des Radverkehrs, z.B. mit dem vom Zuparken geschützten Radwegen, ein großes Problem in dieser Stadt, aber auch ein kostenloses Leihradsystem, alles das könnte dazu führen, dass Wiesbaden von Lärm und Autos ein Stück weit entlastet wird. Ich habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Wiesbadener Verkehrsdezernent auch die kostenfreie Nutzung des ÖPNV als ein Werkzeug im Kampf gegen die Schadstoffbelastung in der Stadt ins Spiel brachte. Auch wir diskutieren und fordern das ja einen Nulltarif. Von daher freut es mich, wenn diese Debatte auch bei den Kommunalpolitikern, bei den Verantwortlichen so geführt wird. Meine Damen und Herren, das Beispiel Stadtbahn Wiesbaden zeigt, wie wichtig auch große Investitionen in die kommunale Nahverkehrsinfrastruktur sind. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden viele Großprojekte verwirklicht, in Hessen natürlich allen voran die Errichtung der U- und S-Bahn in Frankfurt. Mittlerweile wird aber nur noch punktuell
in neue ÖPNV-Infrastruktur investiert. Dabei wären auch weiterhin große Visionen und große Investitionen notwendig, die die Kommunen in Zukunft nicht alleine stemmen können. Und deshalb ist es wichtig, dass der Bund die Gemeindeverkehre noch mehr als bisher finanziell unterstützt, aber eben auch, dass das Land unterstützt, um nachhaltige und umweltfreundliche Alternativen zum Auto zu schaffen. Die Errichtung einer Stadtbahn in Wiesbaden ist mehr als überfällig. Sie kommt viel zu spät. Fast 20 Jahre wurden verloren, weil insbesondere die FDP, aber auch die CDU, muss man ja auch sagen, also die CDU war, um es in den Worten der GRÜNEN zu sagen, in diesem Fall auch lange eine Dagegenpartei. Also das, weil immer wieder es vonseiten von CDU und FDP sabotiert wurde. Nach der Kommunalwahl 2001, die Finanzierung war zu diesem Zeitpunkt schon gesichert, verwarfen CDU und FDP die weit gediehenen Stadtbahnpläne damals. 2013 tat der FDP-Verkehrsminister Rentsch noch einmal alles, um das Projekt zu verhindern, weswegen die Planungen wieder gestoppt wurden. Jetzt kann die FDP gerade einmal auf keiner Ebene Steine in den Weg werfen. Und deshalb muss die Errichtung jetzt angegangen werden, und nicht nur einer Linie, sondern wir brauchen ein Stadtbahnnetz in Wiesbaden. Die angedachten Anbindungen nach Mainz und über die Ahrtalbahn nach Bad Schwalbach sind sinnvoll. Sie können der Mobilität in der Region neue Impulse geben. Das begrüßen wir ausdrücklich, und das muss jetzt angepackt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Ernst Ewald Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das haben Wiesbadener Abgeordnete gemeinsam, dass sie stark erkältet sind. Zunächst zur Historie dieses Themas, von einigen schon angesprochen. In den 90er-Jahren bis Anfang 2000 gab es eine breite Mehrheit im Stadtparlament für die Errichtung der Stadtbahn. Dann sah die FDP im Kommunalwahlkampf 2001 die Gunst der Stunde und hat dies zum Wahlkampfthema gemacht und in der Tat stark in dieser Stadt dazugewonnen. Und das, Kollegin Wissler, muss in der Tat der Aufrichtigkeit wirklich gesagt werden. Danach gab es eine Gestaltungsmehrheit in dieser Stadt, CDU, FDP und dazu ein Republikaner, die dann dieses Projekt gestoppt haben. Zweiter Versuch vor etwa fünf Jahren, eine Neuauflage unter der Überschrift Regiobahn, eine Initiative der Stadtentwicklungsdezernentin Mörike. Das ist gescheitert, in der Tat nicht an der FDP, aber an einem FDP-Minister, der jetzt Fraktionsvorsitzender hier im Hessischen Landtag ist. Dritter Versuch, SW-Verkehr im September 2016. Und jetzt heißt das ganze Projekt Citybahn. Was erfreulich ist, dass 7 von 8 Fraktionen im Stadtparlament dieses Projekt unterstützen und einen Brief unterschrieben haben an den amtierenden Wirtschafts- und Verkehrsminister, der sich, und da könnte ich jetzt ganz viele Namen nennen aus meiner Fraktion, die sich meinem Dank anschließen, dass er sich dieses Projektes angenommen hat und auch 15% der Planungskosten in Aussicht gestellt hat. Von den vielen Dingen, die richtig genannt sind von den Vorrednerinnen, will ich wenigstens noch 2 Punkte nennen. Wir gehen derzeit von einem Fahrgastaufkommen von 82.000 Personen täglich aus, davon 22.000 neue, die umsteigen vom Auto auf den ÖPNV. Die anderen Projekte sind genannt, was die Schadstoffbelastung, die Senkung der Schadstoffbelastung angeht und viele andere Punkte mehr.
am 16.02. Das sage ich aber jetzt an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN. Dass die Citybahn ins Rollen kommt, das wünschen wir uns. Aber wir sind in einem weit entfernten Stadium. Frau Wallmann hat es angesprochen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.02. Gott sei Dank beschlossen. Und mein Wiesbadener Parteivorsitzender hat gesagt, wir entscheiden heute nicht über die Details der Streckenführung, nicht über die Standorte der Haltestellen, nicht über die Taktung der Bahnen, nicht über Rasengleise, nicht über Oberleitungen, ob der Grundwasserschutz gewahrt ist oder ob und welche Buslinien in Zukunft anders fahren würden. Wir entscheiden heute einzig und allein darüber, dass wir eine Vor- und Entwurfsplanung, die Gründung einer Citybahn GmbH vorzubereiten und die Bereitstellung von Mitteln für dieses Projekt. Also, die Planung, die Vorplanung, das ist entschieden. Und wir wissen alle aus anderen Projekten im Lande Hessen, wo Bagger schon gerollt sind, wo wir da jetzt stehen. Und hier ist es so, die Citybahn, ich hoffe, dass sie ins Rollen kommt, aber wir sind noch weit davon entfernt. Ich will einen Punkt, der in der Kritik der FDP zu allen Zeiten eine Rolle gespielt hatte, unter vielen, die Sie genannt haben, war das Schotterbett in dieser Stadt. Da wird ein Schotterhaufen quer durch die Stadt gezogen. Das kann man vergessen. Mir fallen da Hänsel und Gretel ein, die eine Kiesspur gezogen haben, damit man wusste, wo. Ja, ja, und das gab es schon. Und das gab es schon. Aber die eine Kiesspur gezogen haben, damit sie wussten, wie sie von A nach B wieder zurückfinden. Und da kann man nicht irgendwo einsteigen, Herr Kollege Lenders, wie Sie es gesagt haben, jetzt im Bus. Da muss man sich schon orientieren. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Ernst-Ewald Roth. Das Wort hat der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Citybahn in Wiesbaden ist ein zentrales Vorhaben für einen leistungsfähigen, für einen umweltfreundlichen und für einen zukunftsfähigen Personennahverkehr in der Stadt Wiesbaden. Leistungsfähig, weil Wiesbaden mit der Citybahn in der Lage wäre, das wachsende Fahrgastaufkommen im ÖPNV in ausreichender Qualität zu bewältigen. Ein weiterer Ausbau des Busnetzes würde angesichts der Tatsache, dass jetzt schon die Busse teilweise sich gegenseitig behindern und auch andere Verkehrsteilnehmer behindern, sicherlich ein großes Problem werden und zu einem Dauerstau beitragen. Es ist zweitens ein umweltfreundliches Projekt, weil eine Straßenbahn Emissionen von CO2 und sonstigen Schadstoffen vermindert. Das heißt, die Ziele des Klimaschutzes und der Luftreinhalteplanung würden an dieser Stelle gefördert, und es wäre ein entscheidender Beitrag zur dauerhaften und im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltigen Schadstoffentlastung in Wiesbaden. Wir haben ja die absurde Situation, dass Wiesbaden mit die größten Probleme bei der Luftreinhaltung hat und gleichzeitig eine der größten Dieselbusflotten in Hessen betreibt. Das passt nicht zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zukunftsfähig, weil man in der Landeshauptstadt zeigen könnte, wie man mit einem guten ÖPNV-Projekt die Lebensqualität in der Stadt verbessert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und eins muss man sagen, die Menschen, das wissen wir, fahren lieber mit der Bahn als mit dem Bus. Das sagt uns jede Lebenserfahrung, jede Untersuchung, wenn man sich das insgesamt einmal anschaut. Es gab in den 70er Jahren überall sozusagen die Situation, dass man Busverkehre neu eingerichtet hat, teilweise Straßenbahnen stillgelegt hat und gedacht hat, sozusagen, das funktioniert jetzt alles nur noch auf der Straße. Und man stellt fest, es funktioniert eben nicht, weil die Menschen lieber in die Bahn als in den Bus steigen. Und deswegen muss man aus meiner Sicht alles dafür tun, dass man auch kommunale ÖPNV-Projekte, die schienengebundenen Verkehre fördern, dass man an dieser Stelle das auch unterstützt.
weiteren Punkt, und der geht über die Stadt Wiesbaden hinaus. Es fangen jetzt sozusagen die Vorplanungen an. Und natürlich gibt es einen Teil, wo das Ganze erstens auch als länderübergreifendes Projekt geplant ist. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Plenarwoche über Brücken zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen gesprochen. Also, das wäre eine grenzüberschreitende Straßenbahn im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie nämlich die Mainzer Straßenbahn mit benutzen würde und an dieser Stelle es sicherlich auch einen Beitrag dazu leisten würde, in einer solchen Situation die Beziehungen zwischen Mainz und Wiesbaden, die ja gerade beim Fasching nicht immer die besten sind, im wahrsten Sinne des Wortes zu verbessern. Und es gibt ebenfalls, und da sind wir gespannt darauf, was die Vorplanungen und die weiteren Planungen ergeben werden, ja auch noch die Ahrtalbahn. Und wenn man das Ganze mal weiterdenkt in Richtung Bad Schwalbach, dann könnte auch das, wenn es klappt, das ist noch nicht sicher, aber wenn es klappt in Richtung Ahrtal, könnte es einen Beitrag auch dazu leisten, die Engpasssituation dort, Stichwort B54 und Eiserne Hand, ebenfalls zu entschärfen. Insofern ein gutes Projekt. Ja, es ist teuer. Die geschätzten Kosten sind ca. 200 Millionen €, zuzüglich ca. 40 Millionen € für die Fortführung bis Mainz, im Falle eines Falles dann noch einmal 70 Millionen € für die Verlängerung ins Ahrtal bis Bad Schwalbach. Aber es ist ein kluges Projekt. Und die Zusammenarbeit mit Mainz führt zur Kostenersparnis auf beiden Seiten, weil man sich nämlich dann hier den Betriebshof und die sonstigen Wartungseinrichtungen sparen könnte, die Mainzer wiederum ihre Kapazitäten besser auslasten könnte. Ich glaube, das nennt man neudeutsch eine Win-Win-Situation. Wir wollen das Projekt unterstützen. Wir als Verkehrsministerium haben die Vorplanung jetzt auch unterstützt, weil es so ein besonders förderungswürdiges aus unserer Sicht Projekt ist. Wir haben auch jetzt schon uns ans Bundesverkehrsministerium gewandt und gesagt, dass es wichtig ist, dass wir die Zuschüsse des Bundes bekommen. Sonst ist dieses Projekt nicht durchführbar. Und ich bin ausdrücklich dankbar dafür, dass der Bundesverkehrsminister die Bereitschaft zur Förderung des Vorhabens signalisiert hat. Natürlich, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist es jetzt mit dem aktuellen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von letzter Woche endlich, muss ich sagen, endlich auf einem guten Weg, und wir begrüßen das ausdrücklich. Ich will vielleicht noch einmal generell als letzten Punkt, Herr Präsident, sagen, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu viel Zeit verloren. Wenn wir dem Dauerstau und der schlechten Luft in unseren Städten begegnen wollen, dann müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr ganz anders fördern, als das in der Vergangenheit passiert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt auf, was in der Vergangenheit liegen geblieben ist. Das gilt für viele Projekte. Das gilt auch für die Projekte in Frankfurt Rhein-Main Plus. Wenn Sie überlegen, wann die Ideen zur Stärkung der Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet sowohl kommunal als auch regional alle auf dem Tisch lagen und was in den letzten 15 Jahren passiert ist, dann sehen Sie, da ist nicht genug passiert, und wir versuchen, da jetzt Tempo reinzubringen. Deswegen muss ich ausdrücklich sagen, ich bin froh, dass in der Stadt Wiesbaden alle bis auf eine Fraktion erkannt hat, dass das dringend nötig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in diesem Sinne, Herr Kollege Rentsch, und weil heute ja die heiße Phase der Kampagne beginnt, kann ich an dieser Stelle nur sagen, es tobt der Rentsch, es kräht der Hahn, Wiesbaden kriegt die Citybahn. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 45 behandelt. Meine Damen und Herren, bitte Aufmerksamkeit.